Cool. Apropos Leidenschaft. Vor dem Country Boy ist erstmal ein anderer dran. Einer, der seit Jahren auf seinen Durchbruch hofft. Charles Simmons. Ich bin Vocal Coach und Dozent an der Pop Academy in Mannheim. Und ich bin Musiker aus Beruf und aus Leidenschaft. Ich war als Backgroundsänger für Mary J. Blige, mit Shaggy, mit verschiedenen großen nationalen und internationalen Künstlern. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Chance bekomme, wirklich mich im Vordergrund zu stellen und zeigen, was ich drauf habe. Dein Begleiter ist? Das ist Alvin Mills. Alvin Mills. Nice to meet you. Ja, bricht mir fast die Hand hier. Schlagzeuger. Der starke Mann, der starke Schlagzeuger zum Draufhauen. Ich bin seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben zwei ganz tolle Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Fiebern die mit? Was glaubst du, was passiert mit denen, wenn du hier bei uns weiterkommst? Oh, die werden ganz stolz sein. Also die stehen total auf das, was ich mache. Meine Tochter singt auch sehr, sehr gerne. Ich gebe sie auch ein bisschen Unterricht und so. Die werden sich total freuen. Ja, es gab richtige Tiefpunkte in unser Leben. Es gibt natürlich Tage oder Wochen oder Monate, so, wo ich nicht so viele Aufträge bekomme und nicht so viel Geld verdiene. Und dann wird es so finanziell nicht so gut. Und wenn man solche Sorgen hat, dann ist es sehr schwierig, eine Familie groß zu sehen. Ich singe definitiv für meine Familie, für meine Kinder, für meine Frau. Und meine ganze Liebe steckt in meinem Gesang. Ob sich unser Gesangslehrer auch in die Herzen der Coaches singen wird? 90 Sekunden hat er dafür Zeit. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I have lost all of my belief, you see, and realize my mistake. But time will pray to me. Give it up, come on. Don't Sensation. I need love, love divine. Please forgive me now. I see that I've been lying. Give me love. Love is what I need to help me know my name. No, no, don't bend. Show me how to live and promise me I won't forsake. Love will help me know my name. Woo! Alle fünf Coaches und das ganze Publikum sind verzaubert. Charles Simmons singt sich in alle Herzen. Gut gemacht. That's my man. That's your man. That's my man. Yeah. Wow, 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 wow. Volle Punktzahl. Volle Punktzahl. Wie heißt du? Mein Name ist Charles Simmons. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also wir sehen ja hier ein, wir hören hier vor allem einiges, aber wir würden dich gerne. Hut passt auch schon gut hier in dem Moment. Ne? Da, ich habe schon die ganze Zeit auf diesen Hut. Charles, aber hey. Der Hut ist nicht alles, aber du hast alles andere, was man braucht. We want you, Charles. Alles klar, danke schön. Thank you, thank you. Ja, yeah, Charles, also ich glaube, keiner von uns kann auf dich verzichten, wie du siehst. Bezaubernd, richtig, danke. Richtig, richtig gut. Vielen Dank, danke schön. Boah, du...
Das ist beeindruckend, wie du singst. Das habe ich selten gehört, dass es so unglaublich gut ist. Absolut. Ich mag dich. Und es geht ja auch nicht nur darum, als Coach jemandem was beizubringen, sondern vielleicht muss man auch einfach nur eine gute Zeit miteinander haben. Und ich freue mich auf jeden Fall unglaublich, dass du hier in dieser Show bist. Dass du sowas sagst, finde ich ganz toll. Ich war schon seit so... Bisschen höher. Danke. Ganz großer Fan von dir. Auch, ich habe deine Karriere gefolgt in Amerika vor allem. Ich, meine ganzen Kumpels, wir haben alle 99 Luftballons in den Staaten, auf Deutsch und auf Englisch. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist sowas, sagst du, finde ich ganz toll. Dankeschön. Fuck, was sagt man gegen 99 Luftballons? Ich kann sie nichts sagen. Es ist echt, ich will sagen, nee, ich finde die toll, ich finde die super, aber 99 Luftballons, das tut mir fucking leid. I'm so sorry. Nein, Baby, genau, als mein Nene ganz ehrlich gesagt, neben dir zu sitzen in diesen Show, das ist eine riesen Ehre. Halt. Du bist unser Weltstar in diesem Raum. Und, oh, komm mal, Harry. Jetzt muss ich dich auch mal haben. Also die haben erst mal zu tun, die beiden. Ja. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Nee, also ich wollte nur kurz sagen, Charles, jeder hat es erwähnt, du hast echt eine unfassbar schöne Stimme. Also eine unfassbar saubere Emotion. Pures Gesang vom Herzen, du hast allen überzeugt, jeder war bei dir und jeder Ton, den du einmal nur nach oben gebracht hast, hat jeder das gespürt. Das ist echt eine heilige Art, dass du da hast. Es ist unfucking fassbar. Nutz diese Show, such dir den richtigen Coach aus und mach das fucking richtig. Oh, wow. Was soll ich dazu sagen? Ich finde euch alle toll. Aber ich muss schon irgendwie eine Entscheidung treffen, dass ich auf diesen Punkt komme, habe ich ehrlich gesagt nie gedacht. Aber... Für Deutschlands beste Sänger ist die nächste Runde nur einen Knopfdruck entfernt. Auftritt jetzt endlich, komm. Buzzer! Große Emotionen. Wir haben hier beide einen großen Pfeil drin stecken. Wir sind verliebt. Leidenschaft. Yes! Was soll der Rain? Der kann das doch nur verkacken. Was ist deine Strategie für heute? Zerstörung. Und unbedingter Siegeswille. Jawohl. Ja. Für Zickzack, verdammt. Ja. Er ist für mich der beste Sänger der Welt. Das ist unfucking fassbar. Bei den Blind Auditions von The Voice of Germany. The Voice of Germany ist die große Chance auf mein Leben. Gleich. Zurück bei der Show, in der allein die Stimme zählt. Bei den Blind Auditions haben alle Coaches für Charles Simmons gebuzzert. Jetzt hat er die Qual der Wahl. Für welchen Coach entscheidet er sich? Ich finde euch alle toll, aber ich muss schon irgendwie eine Entscheidung treffen, dass ich auf diesen Punkt komme, habe ich ehrlich gesagt nie gedacht. Aber ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ich möchte zum Team Ray gehen. Yes! Fuck yeah! Such an honor. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I have such an honor. Charles is... Wow. Charles bin ich leider nicht in meinem Team. Was der Charles geschafft hat, also da hatte ich wirklich unter meinem Anzug eine Gänsehaut. Wenn er singt, dann spürst du halt, dass der einfach aus der Seele singt. Und ich habe mich ja klein gefühlt. Ich denke schon, dass ich gut singen kann. Aber ich habe nicht das, was er hat. Ich sag's ganz ehrlich. Oh Mann! Oh shit! Glaubst du, werden deine Kinder sagen, wenn oh, sie die wissen? Die werden ausrasten. Die werden richtig ausrasten. Wifey? Ja? Ich bin weiter!
Ja.